So. Komm mal her. Karin Kattwinkel hat ein Herz für ausrangierte Reitpferde. Hallo Lobbers, ja, Hans. Auf ihrem Hof in Walsrode rettet die Pferdetherapeutin kaputtgerittene Tiere mit sanften Methoden. Einige ihrer Patienten müssten sonst eingeschläfert werden. Dieses wurde einer ahnungslosen Kundin billig übers Internet vermittelt. Beim Verkauf wurde natürlich gesagt, dass ich es reiten kann. So, und als Laie konnte ich natürlich nicht sehen, dass ich es nicht reiten kann. Seit Jahren kämpft Karin Kattwinkel gegen gnadenlose Trainingsmethoden. Bei Turnieren kritisiert sie, dass die Pferde zu hart rangenommen werden. Wenn diese Haltung zu lange erzwungen wird, ist das Tierquälerei. Pferdebesitzer Edgar Bosselmann schöpft neue Hoffnung für Brownie. Sein Freizeitpferd ging durch mehrere Hände, hat eine lange Leidensgeschichte hinter sich. Er hatte also schon als Zweijähriger eine Knochenhautverletzung unten am Fesselgelenk und dadurch hatte er schon einen Klinikaufenthalt gehabt und ein Jahr später nochmal im Sprunggelenk eine Verletzung und darüber ist er also schon ein bisschen klinikgeschädigt. Es haben schon sehr viele Hände immer an ihm rum gefingert und dadurch hat er natürlich also einige Abwehrmechanismen, dass er gerne mal die Ohren anlegt. Wer kann Brownie noch helfen? Alle Ärzte sind gescheitert. Jetzt kommt Karin Kattwinkel, die freiberufliche Pferdetherapeutin. Wir begleiten sie einige Monate lang bei ihrer Arbeit. Die 53-Jährige ist bei Pferdefreunden bekannt wegen ihrer sanften Methoden. Patient Brownie sperrt sich allerdings noch. Karin Kattwinkel kann trotzdem schon einiges erkennen. Der hängt auf der rechten Schulter mehr als auf der linken. Als sie dann auf den 8-jährigen Quarter Horse zugeht, ist der ganz ruhig. Die Besitzerin wundert sich. Ich habe immer gesagt, weg mit dem. Also ich hätte da keine Geduld zu. Warum ist er dann doch geblieben? Ja, weil Edgar so nett ist. Weil er sich so viel Mühe gibt und wissen will, ob man es nicht doch noch hinkriegt. Ihr Mann, Edgar Bosselmann, würde Brownie gerne wieder als Reitpferd einsetzen. Oh, durch Anschauen und Abtasten lernt Karin Kattwinkel das Tier jetzt näher kennen. Ja, das ist bei jedem Pferd ein anderer Eindruck. Das ist so, als wenn sie verschiedene Menschen treffen. Dieser hier ist sehr neugierig, sagt mir aber mit seinem Stoßen mit dem Kopf auch sehr deutlich, dass er sich nichts gefallen lassen wird. Dass er mich eher ein bisschen auf Abstand halten möchte. Und auf jeden Fall darauf besteht, dass ich ihn auch frage, wo ich ihn anfassen darf. Also nicht einfach so zulässt, dass ich über ihn herfalle. Dann stelle ich also fest, dass auch viele Pferde, die ansonsten als schon bösartig gelten oder wo der Besitzer sagt, ach, das lässt sich sonst aber nie von Fremden anfassen, dann geneigt sind, sich anfassen zu lassen, als wenn sie das registriert hätten, dass ich wirklich helfen möchte. Jetzt registriere ich zum Beispiel, dass ich das Hüftgelenk anfasse und er die Kiefer gegeneinander verschiebt. Sagt mir jetzt schon, dass auf der Linie zwischen Hüftgelenk und ganz vorne die Achsen irgendwo verschoben sind. Mit diesem kleinen bisschen Drücken löse ich jetzt hier schon eine Unannehmlichkeit im Pferd aus. Ihre Diagnose, Haltungsschäden am Rücken, Probleme mit den Beinen. Bei einer Tasse Kaffee lässt sich Karin Kattwinkel die ganze Krankengeschichte erzählen. OPs, Verletzungen, Impfungen. Okay. Nur Tollwut nicht. Nee, Tollwut nicht. Haben wir zwar auch schon mal gemacht, das ist aber schon lange her. Gut. Und wann war das? In der Regel sind meine Kunden solche, die schon eine ziemliche Odyssee hinter sich haben, die schon viel Geld ausgegeben haben und trotzdem irgendwie nicht wirklich weitergekommen sind und die deswegen auch sehr misstrauisch sind. Dann will die Therapeutin den Hengst in Bewegung sehen. Früher als Studentin war sie selbst erfolgreiche Turnierreiterin. Ja, schön, so ein Fluss, gut. Und auf der anderen Seite wieder genau dasselbe. Zuerst den Zirkel verkleinern. Brownie ist von vorn bis hinten verspannt. Die 53-Jährige hat eine Idee und schaut ihm ins Maul. Einmal lächeln bitte. Fein. So, die Schneidezähne sind schief. Die sind auf der linken Seite, seiner linken Seite, länger als auf der rechten. Da muss dringend was gemacht werden. Also im Moment macht die Imbalance im Maulbereich, im Kopfbereich, was sich fortpflanzt über die gesamte Wirbelsäule bis ins Hüftgelenk, wie wir ja schon beim ersten Anfassen gesehen haben, dem Pferd das Hauptproblem. Wir haben Pferde gehabt, die nichts anderes hatten als nur einen Backenzahn länger als alle anderen, die so lahm waren wie dieser.
Sie entschließt sich zu einer Erste-Hilfe-Übung. So, indem ich jetzt versuche, die Zunge vom Pferd zu nehmen und hier festzuhalten, kann er jetzt selber sein Zungenbein korrigieren. Das ist im Zungengrund festgewachsen, eingewachsen. Sie können jetzt von hinten reingucken und sehen, wie sich das hier hinten bewegt. Und der Moment, wo ich loslassen muss, den merke ich auch ganz genau, dann schubst er mich nämlich regelrecht raus. Aber im Moment ist er noch froh, dass ich seine Zunge festhalte und er jetzt Gymnastik mit seinen Kiefergelenken machen kann. Über dem Auge sieht man das ganz gut und man sieht auch, wie die Kiefer, die Kaumuskeln sich bewegen. Jetzt macht er sogar die Augen zu dabei. Nun ist der Besitzer dran. Er soll sich möglichst jeden Tag Brownies Zunge schnappen, damit sich die Rückenmuskeln entspannen. Berührungsängste hat er nicht. Wenn der Pferdebesitzer selber ein bisschen dem lieben Tier was Gutes tun kann, das ist ja absolut klasse, weil man möchte ja, dass es ihm gut geht. Dann hängt sie sich dem Hengst an den Hals. Karin Katwinkel lockert so die Muskeln, will schmerzhafte Verspannungen bei Brownie lösen. Der Achtjährige macht gut mit, gerät dabei regelrecht in Trance. So, jetzt lässt das locker. Edgar Bosselmann staunt. Und entspannt sein Genick. Ich muss mal das hinstellen. An seinem Pferd hat schon so mancher herumgedoktert. Endlich sieht er kleine Fortschritte. Zack, da war die Bewegung. Nun will das Quarterhorse nur noch entspannen. Wenn er sich wälzen will, machen Sie ihn ab und lassen ihn wälzen. Man glaubt es kaum. Sekunden später legt sich das Pferd hin und wälzt sich genussvoll. Wie sehr Pferde schon im Training leiden, sieht Karin Katwinkel auch in Verkaufsanzeigen, die sie kritisch liest. Dort sieht sie immer wieder Tiere mit verbogenem Hals. Wenn diese Haltung zu lange erzwungen wird, ist das Tierquälerei. Das kann man bei vielen Anzeigen auf den ersten Blick erkennen. Wenn man dann das Foto mit dem Text vergleicht und das Pferd offensichtlich in einer Haltung vorgestellt wird, die dem Körper schadet, also hier von 10 Fotos gleich 3, wo das Pferd deutlich hinter der senkrechten eingestellt ist und das Auge vieler Menschen hat sich einfach daran gewöhnt, die Pferde in dieser Haltung zu sehen und für viele Reiter ist das normal. Allerdings verboten. Die Reiterliche Vereinigung, oberste deutsche Instanz für alle Regeln, hat Anfang 2013 neue Richtlinien herausgegeben. Danach ist die sogenannte Rollkur nicht erlaubt, das dauerhaft zu enge Halten des Halses. Auf internationalen Turnieren wird die Rollkur so längstens für 10 Minuten am Stück akzeptiert. Stattdessen soll die perfekte Haltung so aussehen, völlig losgelöst. Ich finde es sehr gut, dass es seit letztem Januar natürlich jetzt auch sehr deutlich in den Richtlinien steht. Problematisch ist die Umsetzung, dass das noch nicht so durchgreifend zu sehen ist. Zu Hause kann sie die Folgen bei ihren Patienten beobachten. Komm mal hier. Komm. 18 solcher Problemfälle hat sie auf ihrem Hof stehen. Viele schon im Jungpferdetraining kaputt geritten. Dieser stolze Hannoveraner ist ihr größtes Sorgenkind. So, Ronny, der ist jetzt seit 5 Jahren bei uns, der ist 16 Jahre alt, war ein Turnierpferd, was immer in Rollkur geritten wurde und deswegen auch Schäden davongetragen hat. Mit einem Stück Zucker lockt sie Ronny in die sonst erzwungene Haltung. So, Rollkur. Bei der Rollkur würde jetzt das Genick des Pferdes überdehnt und die Brust und der Unterkiefer hätten Kontakt. So wäre im Prinzip jetzt eine extreme Rollkur. Bei diesem Pferd ist jetzt durch dieses starke Komprimieren der Kehlkopf geschädigt worden. Dieses Pferd röchelt dauerhaft beim Reiten und verschluckt sich beim Fressen. Sehr häufig, weil der Kehlkopfdeckel nicht mehr richtig schließt. Karin Katwinkel nimmt uns mit zu einer Sportveranstaltung, die Oldenburger Pferdetage. Sie will schauen, ob die Rollkur trotz neuer Regeln noch immer angewendet wird oder ob die Reiter auch ohne die härtere Technik auskommen.
Wo gut geritten wird, da bin ich also wirklich beeindruckt. So von der Harmonie zwischen Pferd und Reiter, das sieht man sowohl in der Dressur als auch beim Springen. Aber da, wo dann das Vermögen der Reiter oder einfach die Technik nicht so ausgefeilt ist, wird mit Kraft agiert und das geht doch immer zulasten der Pferde. Viel interessanter ist für sie, wie es hinter den Kulissen zugeht. Sie sucht deshalb den Abreiteplatz, auf dem die Pferde warm geritten und vor der Prüfung trainiert werden. Wir werden Zeuge, wie mehrere Reiter zu stark an den Zügeln ziehen und die Hälse ihrer Pferde verbiegen, einige sogar 15 Minuten am Stück und länger. Ein klarer Verstoß gegen die internationalen Regeln. Das hat Karin Kattwinkel so nicht erwartet. Für die Einhaltung sind Richter vom Verband zuständig. Sie könnten einschreiten und sogar Reiter vom Turnier ausschließen. Ist das jetzt nur noch regelkonform? Nee. Ja, weil es in den deutschen Richtlinien heißt, dass die Nasenlinie eigentlich nie hinter der Senkrechten verschwinden soll. Und das ist jetzt seit einer guten Viertelstunde Dauerzustand in diesem Fall. So, dass die Nase fast an der Brust ist? Ja, und teilweise seitlich daneben. Dann ist auch die Geduld der Richterin zu Ende. Sie verwarnt die Reiterin. War etwas eng gewesen, das Pferd, über eine gewisse Zeit. Und dann weist man darauf hin, dass sie wieder ein bisschen nach vorne reiten soll, das Pferd, und dass das losgemacht wird. Hayley Beresford aus Australien ist die Reiterin. Sie kann mit der Ermahnung gut leben. Es tut uns nicht weh, wenn jemand uns sagt, dass wir über die 10 Minuten sind. Wir Reiter sind ja jetzt total unter Druck, wenn wir uns auf den Wettbewerb vorbereiten. Wir wollen gut abschneiden, aber natürlich soll das Training auch harmonisch ablaufen. Dann sieht die Pferdetherapeutin noch einen Fall, die Niederländerin Danielle Haycope auf Kingsley Zero. Also das sind die schlimmsten Bilder, die wir heute jetzt hier gesehen haben. Die Holländerin führt wirklich vor, wie man es nicht machen sollte. Ne? Was ist daran? Ja, das Kinn berührt die Brust, die Halswirbelsäule ist völlig gestaucht, der Bewegungsablauf verändert und hier müsste dringend eingeschritten werden von Seiten des Richters am Abreiteplatz. Karin Kattwinkel meint, Pferd Kingsley Zero läuft so nur unter Schmerzen. Die Richterin sieht die Rollkur nicht. Sie unterhält sich gerade in einem Verschlag am Abreiteplatz. Auf einem Monitor verfolgt Karin Kattwinkel nun die Dressurprüfung desselben Pferdes vor Publikum. Dort ist von Rollkur keine Spur mehr. Kingsley Zero ist nach hartem Wahrmachen nun stark diszipliniert. Jetzt in der Prüfung sieht es nahezu perfekt aus. Also das ist auch eine Kunst, ich sag mal, so schlecht abzureiten und dann so eine Prüfung hinzulegen. Der Jury im Wettbewerb gefällt es. Danielle Haycope gewinnt die Prüfung. Die Reiterin ist sich keiner Schuld bewusst, als wir sie nach der Siegerehrung auf die Rollkur ansprechen. Er ist ein sehr starkes Pferd, aber sobald ich ihn unter Kontrolle habe, ist er wunderbar in der Prüfung. Also er ist sehr... Ihr Trainer greift ein, mit Rollkur will er nichts zu tun haben. Sie hat das Pferd nur warm gemacht, um den Hals rund und weich zu machen, aber das ist regelkonform, das ist so an der Grenze der Regeln. Denn sie mag das Pferd ein bisschen weich, dann kann sie besser mit ihm arbeiten. Währenddessen werden auch andere Tiere genauso aufs Turnier vorbereitet. Karin Kattwinkel kritisiert, dass die geltenden Tierschutzregeln offenbar zu lasch gehandhabt werden. Das macht mich traurig und wütend zugleich, weil wenn die Trainer, die Reiter sich mehr mit dem Pferd beschäftigen würden, dann müssten sie sich nicht zu solchen Mitteln hinreißen lassen. Auf ihrem Pferdehof in Walsrode kümmert sich Karin Kattwinkel seit 13 Jahren um ausrangierte Sportpferde. Schon seit ihrem 12. Lebensjahr reitet sie selbst, liebt Pferde über alles. Sie studierte Agrarwissenschaften, ritt während dieser Zeit selbst Turniere, doch der Sport war ihr zu brutal. Nun lebt sie allein mit ihren Pferden auf dem Hof. Den Freund sieht sie nur alle paar Wochen. Fernbeziehung. Hallo, Lobas. Ja, das war im Stall erhält Stute Anni einen Anstrich. Muskeln und Knochen werden aufgemalt. Da ist die Platte drüber und der geht aber fast bis vorne.
Karin Kattwinkel bildet Schülerinnen aus, will ihnen zeigen, wie man die Tiere ohne Kraft und Gewalt trainiert. So brav, hier bleiben. So können die Schüler alle Muskelbewegungen beobachten. Ich denke, das ist sehr eindrucksvoll, wenn man das so sieht, dass das Pferd eigentlich unter der Haut auch Muskulatur, dass es empfindlich ist, dass es warm, weich und ja, sehr empfindsam halt ist. Und das sieht man sehr anschaulich, wenn man mal dieses Fell wegnimmt. Fürs Privatleben ist bei der Diplom-Agraringenieurin wenig Zeit. Sie hält auch Vorträge, schreibt Bücher. Das tierfreundliche Reiten für sie nicht nur Beruf, sondern längst eine Mission. Ich stelle immer wieder fest, dass diese Aufklärungsarbeit der letzten Jahre einfach sehr viel gebracht hat schon. Dass die Leute dann erkennen, ah, so funktioniert das und das ist ja so ähnlich wie bei mir, wenn das und das passiert. Und dadurch natürlich auch sehr viel mehr Verständnis für das Pferd geweckt wird. Auf dem Pferd zeigt sie, wie harmonisch das Miteinander von Pferd und Reiter aussehen soll. Stute Anni reagiert auf kleinste Signale. So, bisher ist sie ja ganz locker gegangen. Jetzt sitze ich mal so wie jemand, der ein bisschen Angst auf dem Pferd hat und verkrampfe mich mal selber. Mach nichts mit den Zügeln. Und ihr seht sofort, dass das Pferd anfängt, untaktmäßig zu gehen, den Kopf viel tiefer nimmt, den Hals verkrampft, viel stärker kaut. Stute Anni gehorcht ganz ohne Sporen, Gerte und Rollkur. Karin Kattwinkel ist sich sicher, dass so viele Schäden an Gelenken und Muskulatur vermieden werden. Viele denken ja, die Hals Wirbel laufen viel weiter oben am Pferdehals und einfach zu sehen, dass es viel, viel tiefer ist und dass die Wirbel wirklich eine S-Form haben, die sich verändern kann, je nachdem, wie ich das Pferd im Hals einstelle. Das ist schön, wenn man das auch einmal wirklich sieht. So. Für ihre Patienten, oft verkorkste Sportpferde, fährt sie durch ganz Deutschland. Heute besucht sie noch einmal Pferdebesitzer Edgar Bosselmann und Brownie, den kranken Quarter Horse. Der Hengst hat seinen Zahnarzttermin bei einer Tierärztin. Wie ist es denn seit der Behandlung denn gegangen? Haben Sie was Bemerkbares verändert? Ein bisschen habe ich ja täglich immer die Zunge rausgenommen. Ja. Und was mir aufgefallen ist, dass die schon wesentlich ruhiger gewesen ist. Die Zähne sind nicht Karin Kattwinkels Metier. Sie kennt sich zwar gut aus mit Pferden, aber der Fachärztin pfuscht sie nicht ins Handwerk. Die komplette Zahnbehandlung, Sedierung gehört in die Hand der Tierärzte, hier Tierärztinnen natürlich. Wir arbeiten sehr häufig zusammen, weil die Zähne bei so einer kompletten ganzheitlichen Behandlung fast immer mit dabei sind. Wie groß ist die Gefahr, dass der mal zuschnappt, wenn Sie so die Hand da so reinstecken? Ja, wenn man weiß, wie, kriegt man es meistens ohne Dressuren hin, aber also es gab auch schon etliche blaue Nägel, weil manchmal haben die dann doch, sind sie schneller, haben mehr Kraft, passiert. Dann gucken wir mal. Sicherheitshalber kriegt Brownie eine Maulsperre und eine Beruhigungsspritze verpasst. So, wenn man das jetzt vorne mal wieder zum Lächeln umbauen. Das ist ein richtig schickes Pferd. Bohrer und Besteck, alles ist hier XXL. Selbst die Besitzerin staunt. Gruselig, ne? Man mag ja gar nicht mehr seine Zähne zeigen, dann geht die da auch gleich bei. 20 Minuten lang wird geraspelt und geschliffen. Wenn Sie da gucken? Ja, ganz rund. Ne? Es ist weich, es ist rund, es ist eine Linie. Genau. Jetzt hoffen die Besitzer, dass die korrigierten Zähne und die Massagen Brownie wieder gesund machen. In Frau Kattwinkel hat man ja wirklich den Eindruck, da ist jemand, was ich auch wichtig finde, dass man muss ja Leute treffen, die so ein Pferd ganzheitlich sehen. Der nächste Patientenbesuch bei Rothenburg. Die erst 6-jährige Stute Niyara ist lahm, darf laut Tierarzt nicht mehr geritten werden. Besitzerin Denise Barbier ist total unglücklich. Also das deutet eigentlich darauf, dass hier in diesem Kreuzdarmbeingelenk auf beiden Seiten eventuell was nicht in Ordnung ist. Ne? Was macht denn eigentlich der Huf? Erst vor einem Jahr hatte sie Niyara gekauft. Ich wollte ja schon immer ein eigenes Pferd und so ganz spontan
habe ich sie dann gekauft, weil sie für 700 Euro im Internet stand. Und, ja. War das ein Fehler? Also fürs Reiten ja, aber ich habe sie ja trotzdem gern und deswegen behalte ich sie auch, deswegen gebe ich sie auch nicht weg. Der Preis hatte sie nicht stutzig gemacht. Immer wieder werden ausgemusterte Sportpferde so billig abgegeben. Würden Sie gerne wieder drauf reiten? Ja, ich würde gerne wieder mit ihr ausreiten. Vermissen Sie das? Ja, also es hat wirklich viel Spaß mit ihr gemacht. Karin Kattwinkel möchte ihr zeigen, wie die Schmerzen gelindert werden können. Einmal noch mal so eine Runde laufen. Aber Niyara bockt. Hör jetzt mal auf hier, jetzt ist mal Schluss. Nee, komm. Jetzt ist mal gut. Jetzt also da würde ich das Pferd nicht so stark maßregeln, weil die zeigt eigentlich sehr deutlich, dass sie mit dem Schmerz irgendwo hin muss. Ja? Für Karin Kattwinkel steht fest, nach Sportverletzungen und falschen Behandlungen leidet Niyara sehr. Ja, weil das Pferd mit seiner Unruhe, mit dem vorne, mit dem Hufschlagen, mit dem ständig mich anschubsen, mir natürlich sehr deutlich signalisiert, hier ist wirklich was nicht in Ordnung. So, der Besitzer hat sich da schon dran gewöhnt, dass das Pferd immer so unruhig ist. Für mich ist das schon etwas Besonderes. So, und zwischendurch atmet sie dann auch so ein bisschen erleichtert. Und wenn man selber schon mal verspannt war durch eine Schonhaltung, weiß man, das ist ein permanenter Schmerz, der ist immer da. Auf einer Skala, sage ich jetzt mal, von 1 gar nicht schlimm bis 10 sehr schlimm, würde ich die Stute bei 8 einstufen. Also ist schon dringend nötig, dass was gemacht wird. Ja, also für mich sehr eindeutig. Diese verspannte Zone sehen Sie ja, ne? Hier dieses, so eingezogen. Und jetzt versuchen wir im Prinzip mit einer Hand den Bauch fürs Pferd ein bisschen zu tragen, dass sie diese Struktur mal locker lassen kann. Ja, ich mache das wieder an Ihnen. Okay. Sie drehen sich einmal so rum. So, und ich darf Sie einmal anfassen. Ja. Jetzt halte ich hier am Rippenkörper und hier hinten. So, und jetzt lasse ich mal vorne in meine rechte Hand so ein bisschen reinfallen. Denise Barbier soll merken, mit wie viel Druck das Pferd massiert werden muss. Und jetzt nur hinten halten. Bitte so stehen, dass wenn das Pferd mit dem Vorderbein nach vorne schlägt, sie nicht getroffen werden. Das kann sein, wenn hier sehr große, ja, da ist es schon, ne, sehr große Spannungen sind, dass das Pferd mit dem Hinterbein dagegen schlägt, wie jetzt. Ja. Ich mache eigentlich noch gar nichts, aber das zeigt sehr deutlich an, da tut es mir weh. Ja? So, wenn ich jetzt zu feste drücken würde, kriege ich sofort eine Abwehrbewegung. Also nur so wenig, dass das Pferd brrr, brrr. Das wird nach ein paar Minuten für einen selbst relativ anstrengend. Und dann lassen Sie einfach wieder los, entspannen sich selber nochmal. Die 23-Jährige soll ihr Pferd möglichst jeden Tag eine halbe Stunde lang massieren. So kann sie Niyara selbst helfen, schmerzfrei zu werden. Und die arbeitslose junge Frau spart einiges an weiteren Tierarztkosten. Gar nicht fester. Wie fühlt sich's an, Frau Barbier? Ja, komisch. Also ich spüre ja ihre Atmung, die ist ganz ruhig. Nein, das tut ihr gut? Ich glaube schon. Karin Kattwinkel interessiert sich auch hier für die Vorgeschichte. Was ist mit dem Pferd passiert? Warum kann es sich an der Hüfte nur noch unter Schmerzen bewegen? Denise Barbier hat Fotos aus der Zeit des Kaufs. Da war Niyara völlig verwahrlost und abgemagert. Und zwar stand halt nur dabei, dass sie bedingt greifbar ist. Und da habe ich gefragt. Moment, Moment. Aber wenn man Vollblüter, der bisher noch im Rennen gelaufen ist, als bedingt reitbar verkauft, dann gab es da eine Rückfrage, weil ich meine, um Rennen zu laufen, muss ja der Jockey drauf sitzen. Genau. Und wenn man die dann plötzlich verkauft als bedingt reitbar, ist ja komisch. Haben Sie da irgendwie nochmal nachgehakt? Genau, daraufhin habe ich ihr gefragt, was heißt bedingt reitbar? Und da hat sie zu mir gesagt, sie darf nur nicht springen. Zuerst konnte sie sie noch reiten, doch dann kam das Verbot. Verletzungen am Vorderbein und Hüftschäden.
Niyara hatte wohl mehrere Unfälle im Profisport. Dann wäre für mich auch interessant zu wissen, was war da wirklich? Gab es einen Unfall? Wir sehen Narben am Vorderbein. Mhm. Sie erzählen jetzt, da gab es schon mal eine OP vorweg. Mhm. Wie verträgt sich das mit der Geschichte des Pferdes, dass es im Rennsport gelaufen ist? Das kommt mir alles so ein bisschen dubios vor. Mhm. Und wäre für Sie ja wichtig zu wissen, wie ist jetzt daraus auch die Prognose, was können Sie weiterhin mit dem Pferd machen? Ne? Ja. Die Spurensuche geht weiter. In diesem Haus bei Cuxhaven wohnt die Vorbesitzerin. Von ihr will Karin Kattwinkel mehr erfahren. Anna Doreen Zuraff behauptet allerdings, das Pferd sei beim Verkauf in Ordnung gewesen. Was im Nachhinein passiert worden ist oder wird, kann ja keiner voraussehen. Als Sie das der Frau Barbier verkauft haben, haben Sie ihr gesagt, es wäre noch bedingt reitbar. Genau. Da war sie auch noch bedingt reitbar. Ich habe sie selber noch immer geritten. Anna Doreen Zuraff war ein paar Jahre lang erfolgreicher Jockey. Sie ritt Niyara nur für kurze Zeit. Das Tier war ihr zu langsam, hatte damals schon Verletzungen. Trotzdem wurde Niyara hart trainiert. Inzwischen hat sich Zuraff aus dem Sport zurückgezogen, alle Pferde verkauft. Den Umgang mit den Tieren findet sie im Nachhinein auch fragwürdig. Sie werden auch bis in ihren Grenzen herangeführt. Aber umso härter das Training ist, umso leichter sind meistens auch die Rennen, die sie bestreiten. Wenn sie das Training schon nicht aushalten, dann sind sie meiner Meinung nach auch nicht fähig, auf Rennen zu gehen. Es gibt viele Pferde, die auf dem Rennen leider kaputt gehen. Die Beine, Sehnen reißen ab, oder irgendwas gibt es ja immer. Zu Niyara erzählt sie uns, schon im Fohlenalter wurden Bänder im Fuß bei einer OP durchtrennt. Möglicherweise sind die daraus folgenden Haltungsschäden nun nicht mehr zu korrigieren. Das hieße Einschläfern statt Therapie. Also ich befürworte das nicht in jedem Fall, dass so ein Pferd dann leben gelassen wird um jeden Preis. Zurück auf dem Pferdehof in Walsrode sehen wir Ronny noch einmal wieder. Es geht ihm schlechter. Karin Kattwinkel ist angespannt und leidet mit. Er verschluckt sich oft, bekommt kaum Luft und kann sich nur noch schlecht bewegen. Mit zunehmendem Alter laboriert er jetzt an seinen Blessuren, die er als Sportpferd, als Springpferd sich zugezogen hat, beziehungsweise die ihm beigebracht worden sind. Der Körper ist einfach verschlissen, muss man wirklich sagen. Trotz liebevoller Therapien, Karin Kattwinkel und ihr Team geraten so langsam an ihre Grenzen. Und man sieht hier eben, diese Knochenvorsprünge gehören da eigentlich nicht hin. Und das tut ihm total weh. Ab und zu muss man nur leider den Huf auch mal von unten drunter angucken. Ist okay, aber er hat ganz große Angst davor. Versucht es jetzt wieder. Brav, Ronny. Du brauchst es, ja, du brauchst ihn nur ein bisschen hochhalten, gar nicht so dolle. Ja, jawohl, oh, guter Junge. So, pass auf, guter Junge. Leg ihn einfach so. So. Ja. Ja, so. Ist, ja, ich weiß, ja, ist gut. Super, brav. Ist okay. Das war toll. Geh einfach eine Runde mit ihm. Brav. Wie nah geht ihm das, wenn so ein Tier so abbaut? Das geht mir schon sehr nah. Also, weil ich mir vorstellen kann, dass gerade so ein Bewegungstier wie das Pferd sehr stark drunter leidet, wenn es sich plötzlich nicht mehr so schnell und elegant bewegen kann. In der Natur wäre das jetzt der Moment, wo es genau weiß, dass es gefressen wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass abgesehen von den Schmerzen, die definitiv da sind, auch psychisch in so einem Pferd dann was abgeht, dass es eben weiß, das Lebensende kommt jetzt. Ja. Wenn es ihm in einigen Wochen nicht besser geht, muss Ronny eingeschläfert werden. Und ich denke, es ist tiergerechter, als sie endlos leiden zu lassen. Insofern ist der Weg dahin immer sehr schwer. Aber es hat im Nachhinein dann auch etwas Gutes, weil man es gut zu Ende gebracht hat. Ohne uns wäre er vor 6 Jahren schon gestorben. Ronny, das ausrangierte Sportpferd, wird auf dem Hof von Karin Kattwinkel bis zum Schluss begleitet.